Nicht lang schnacken, weiter geht's. Na, jetzt ist doch glatt mein Controller ausgegangen. So, jetzt kann es weitergehen. Wir stecken noch in Mountain Moon in der Höhle und müssen wieder gegen. Ah, ist das herrlich. Es ist herrlich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Also, weiter geht's mit dem Team Pilaf. Und anders als erwartet, können wir hier mit Vegeta wirklich die komplette Höhle clearen. Also wir haben noch 20 mal Final Flash, wir haben noch ein paar Punches und wir haben noch ein paar Gallic Strähle, Strahle, Energieattacken, Energieattacken. Von daher sollten wir eigentlich gut durchkommen. Wenn wir jetzt hier gleich links hochgehen, müsste direkt, genau dort steht ein. Ist das ein Trainer? Ist das ein Kämpfer? Wir wissen es nicht. Da fällt mir ein, geiler wäre es ja sogar noch, wenn wir selber der Starter wären. Das hätte nochmal. Okay, das ist ein Fangame, das ist ein ROM-Hack, der auf dem Game basiert. Das wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt. Aber das wäre ja nochmal der Oberhammer. Ist aber nur so eine kleine Nuance zu einem bis jetzt richtig geilen Game. Ah, Yamcha kann natürlich auch nicht gegenhalten. Tenshin Han kommt auch noch. Wir haben den. Ne, das war ein 7er Tenshin Han, glaube ich. Mit dem Punch gewonnen hättet. Aber vielleicht sind wir jetzt schon so stark, dass wir die Leute selbst mit einem Punch one-hitten können. Das wäre natürlich auch sehr nice. So, Boost, was ist das? But lowest speed, okay. Angriff und Verteidigung werden erhöht. Geschwindigkeit wird verringert. Ist jetzt nicht so der Burner. Also Verteidigung und Angriff erhöhen ist natürlich sehr nice. Wenn wir dafür aber Speed verlieren. Also ich muss mal schauen, ob das hier wirklich auch Initialwert heißt oder. Ist das wirklich Speed? Ah, nice, das heißt ja wirklich Speed. Genau. Also dann ist unsere Angriffskraft erhöht. Das ist gut. Verteidigung, also machen wir mehr Schaden. Verteidigung ist auch erhöht. Kassieren wir natürlich weniger Schaden. Aber wenn wir dann dafür vielleicht immer als Zweiter angreifen und nicht als Erster, bringt es meiner Ansicht nach nicht so viel, denn wenn wir den Gegner one-hitten, sparen wir natürlich deutlich mehr potenziellen Schaden ein, als wenn wir durch diesen, ich nehme jetzt mal an, der Boost wird auch nicht allzu hoch sein für die Defense. Nee. Also dann würde ich lieber später vielleicht, wie heißt das Ding, also. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt. Wir haben ja schon so einen KI-Boost. Dann macht es vielleicht eher Sinn, den zwei, dreimal einzusetzen. Ein bisschen Schaden zu fressen und dann alles mit One-Hits wegzubursten. Als immer als Zweiter anzugreifen und dann über den ganzen Kampf hinweg 10% weniger Schaden zu fressen.
So, das war Gokus Bruder. Ehemals unser Scherge, der sich gegen uns stellt. Und das ist klar, ne? Wer gegen uns ist, muss leiden. Entweder bist du für uns oder gegen uns. Hieß es auch schon damals bei American Shaolin. Ja, wie ihr merkt, ich bin so ein kleiner Martial Arts Freak. Von daher noch ein Pluspunkt dieses Game für mich. Moonstone. Ist der Moonstone... Und da war die Stimme etwas weg. Und ist der Moonstone, so heißt das Ding richtig, vielleicht sogar auch dafür da, den Osaru in den goldenen Osaru zu verwandeln? Ist nur so eine kleine Idee, aber... Crystal. Na, Moment, müssen wir mal eben nachschauen. Also das wäre natürlich auch nice. So, Crystal. Okay, ist dann quasi der Beleber. Team Pilaf. Sehr schön. Ah, herrlich. Ah, ich liebe es. Ich fucking liebe es. Das alles zu sehen ist einfach nur herrlich. Ich hoffe, diese Euphorie, dieser Hype hält auch noch möglichst lange in diesem Game an. Nicht, dass ich dann morgen übersättigt bin von dem Game und dann denke, oh, schon wieder Pilaf. Aber das müsste dann ja heißen, dass der Giovanni-Part von Prinz Pilaf eingenommen wird. Also zweimal müssen wir ja mindestens gegen den kämpfen. Und vielleicht ist er dann sogar der dritte Arena-Leiter. Ach, nicht der dritte Arena-Leiter, Quatsch. Jetzt bin ich komplett durch. Der achte Arena-Leiter. Da fällt mir was ein. Ja, wir haben da den ersten Orden, aber hier sehen wir ja gar nicht, wer die anderen Arena-Leiter sind. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt merke ich langsam, wie beim dritten Let's Play am Stück die Stimme langsam versagt. Vielleicht sollte ich wirklich nach diesem Let's Play eine Pause machen. Aber egal, jetzt müssen wir es durchziehen. Wir haben es angefangen, jetzt müssen wir auch bis zum bitteren Ende durchmachen. Wir sind ja jetzt auch schon gleich aus der Höhle raus. Und mit dem Level, das wir jetzt haben, können wir eigentlich auch beruhigt zum nächsten Arena-Leiter gehen und mal schauen, ist es Bulma, ist sie es nicht? Wenn sie es nicht ist, sagen wir es mal so, ist sie es nicht? Besteht noch eine winzige Chance, dass sie hier wirklich auch noch als Kämpferin auftreten könnte? Obwohl sie ja jetzt nicht als Kämpferin bekannt ist, aber wenn die gute Dame mal in Rage gerät, würde ich mich jetzt nicht unbedingt ihr gegenüberstellen. Und stärker als Mr. Satan ist sie auf jeden Fall.
Wow. Statt einem Fossil ein Dragon Ball. Oh, wie geil. Dann können wir ja Shenlong rufen. Oh ne, das ist schon wieder zu, das ist zu viel für mich. Das ist zu viel. Hauen wir den Dude auch noch mal weg. Ja, mit Punches können wir die jetzt auch alle weghauen. Heißt jetzt aber auch im Umkehrschluss, neue Kämpfer zu fangen. Wird verdammt schwer. I'll take it back from you, okay. Ja, der übliche Ärger. Wir holen uns die Dragon Balls. Viele Dragon Ball Nummer 3, nice. Wir holen uns die Dragon Balls, Pilaf kommt, versucht sie zu stehlen. Nee, dann. Ich hab schon wieder rumgesponnen. Ne? Pilaf kommt an, wünscht sich was, wir kommen dazwischen, er wünscht sich uns klein und wir machen dann weiter in Johto mit der Storyline von GT. Aber nee, das wäre echt zu viel. What the hell ist das? Wieso ist das alles? Nein, Leute, ihr macht mich jetzt schwach. Sind wir jetzt auf Namek? Würde null Sinn machen. Null. Aber wen interessiert Sinn? Das ist doch geil. Sind wir jetzt echt auf Namek? Hier ist ein Piccolo. Ich muss mich hier gerade echt zusammenreißen. Jetzt laufen wir hier durch die Gegend. Vielleicht kommt Dende oder Nail. Ah, leck mich. Oh, das. Wir sind wir jetzt echt auf Namek? Ich verstehe es nicht, aber ich find's geil. Aber das ist so krass. Ich habe Dragon Ball schon so lange nicht mehr gesehen. Und die Namen sind einfach, ja, grünes Wasser, grüne Leute. Ah, ich muss das Schild nochmal sehen. Namek Town. Ah, geil. Eine Stadt, die Namek nachempfunden ist. Boah, Leute, ihr macht mich fertig. Herrlich. Also das... Nice. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Wir haben Yamjirobe gesehen. Jetzt sehen wir hier lauter Namekianer in einer Stadt, die Namek heißt. Hier gab es doch in den vorherigen Editionen irgendwo ein Starter kostenlos. Okay, hier können wir uns informieren, was wir bekommen, wenn wir einen bestimmten Orden haben. Namek Town, geil. Geil, 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 geil. Also wer dieses Game jetzt noch nicht liebt, ich weiß auch nicht. Oder war
weiß das jetzt nicht mehr so genau. Also da unten war der Fahrradhändler. Ich glaube, wir müssen weiter nach unten. Da meine ich, gab es Bisasam. Wäre dann hier Son Goku. Ich meine aber auch, dass es hier Glumanda gab. Also jetzt hier in dieser Stadt. Vielleicht in dem Haus, wo wir nicht hinkommen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir brauchen jetzt erstmal Satan Drink. Oh, bleib mir weg mit dem. Wir haben knapp 10.000. Was machen wir damit? Auf 50 kommen wir nicht. Dann holen wir erstmal 40 Kapseln. Jetzt haben wir auch erstmal ein bisschen was. Wir können sie allerdings nicht wirklich einsetzen, weil Vegeta viel zu stark ist. Aber das werde ich dann nach diesem Take offscreen mal lösen, das Problem. Ach, was mache ich hier? Nein, nein, nein. Ich war doch eben schon heilen. Eieieiei. Hier müssen wir rein. Aber wenn das Namek ist, dann kämpfen wir gleich gegen Dende? Nee, das kann nicht Dende sein. Der Typ sieht mir wohl. Der sieht mir jetzt auf den ersten Blick ein bisschen alt aus. Aber die Arena hier ist komplett geändert. Oh, wie geil ist das denn, Leute, ey? Heißt dann aber auch, Bulma ist nicht hier. Mein Traum geht weiter. Ich gebe es nicht auf. Ich gebe Bulma nicht auf. Dodoria, nice. Warte mal. Wenn wir ja jetzt theoretisch auf Namek sind. Weil wir haben den Saiyajin-Orden, das heißt, wir haben die Saiyajin-Saga durch, wo es ja Pflanzenmänner und Nappa und so weiter gibt. Jetzt sind wir auf Namek. Ist meine erste Frage, wo kann ich Freezer für mein Team gewinnen? Sabon. Er hat sogar überlebt. So Leute, wo kriege ich Freezer her? Das interessiert mich jetzt. Ob wir ihn fangen können, ist eine andere Frage. Die Brücke hoch links. Also die Nuggetbrücke hoch links ist ein Gebüsch. Kriegen wir da Freezer? Und die wichtigere Frage: Schaffen wir das heute noch? Also wir kämpfen hier gerade gegen Dudes der Genio Force. Ich nutze mal ein bisschen den Speed-Button, weil das, ich glaube, sonst kann ich heute nicht schlafen. Ich glaube nicht, dass wir es in der Zeit schaffen, die Nuggetbrücke durchzuziehen, so dass ich den Freezer erhalte. Aber komm, versuchen wir es mal. So, ich bin nicht ganz geheilt, egal. Komm. Ja, mal Reisbällchen. Die geben uns zwar nur 20 HP. Lidamuri, also das ist der alte. Nicht Dende. Genio, ja, Genio Force. Wie gedacht. Da fehlt aber noch dieser kleine komische Typ. Also, ich habe noch ein paar Reisbällchen, die bringen aber nur 20 HP. Gut, wir haben jetzt nicht viel Schaden gefressen, das ist sehr, sehr gut. Er hat
überlebt, das ist schlecht. So. Shunkan. So, jetzt schickt er höchstwahrscheinlich das kleine... Nee, er schickt Freezer raus. Geil. Herrlich, herrlich. Ja, Mann, der Freezer kann natürlich einem Super Saiyajin nicht entgegentreten, ist klar. Das ist natürlich vollkommen klar. Wir sind stark, sagt er. Der Namek-Orden. 2000 Geld. Alle Kämpfer bis zu Stufe 30 hören jetzt auf uns. Und wir können Zerschneider einsetzen. Und sein favorisiertes TM, was ist das? I-Beam. Okay. Gut. Das haut mich jetzt alles nicht so vom Hocker. Wir haben ein neues Ziel. Wir müssen Freezer finden. Und komm. Wir haben unseren Vegeta. Die anderen sind vollkommen egal. Interessieren mich nicht. Mal schauen, wieso haben wir jetzt auf einmal einen Kämpfer mehr? Ach, Nappa haben wir ja gefangen. Den habe ich ja ganz vergessen. Also mit Nappa können wir uns eigentlich einen neuen Piccolo fangen. Oh, jetzt müssen wir erstmal gegen Son Goku kämpfen. Rivale Goku, sehr schön. Er hat Cooler, nein! Wie geil! Wie... Ich werde heute Abend nicht mehr schlafen. So. Umgehauen, da kannst dein Bruder Gesellschaft leisten. Also Goku hat auf jeden Fall schon mal einen Char, den wir für unser Team brauchen. Und das ist cooler, weil wenn es cooler gibt, müssen wir den nehmen, ganz klar. Zusammen mit Freezer. Osaru. Ah, Osaru hat sogar überlebt. Ist ja auch ein dicker, fetter Affe. Da muss man schon ein bisschen was raushauen. Schauen wir mal. Ja, stimmt. Super Saiyajin ist er ja klar auf Stufe 16 oder 18. Entwickelt er sich. Sieht eigentlich genauso aus wie vorher, nur mit gelben Haaren. Da müssen wir schon den finalisierten Clash einsetzen. Ja, schütz dich. Dann wird dir eh nichts nützen. So, beschleunigen, ein bisschen skippen, ja. Ah, okay. Er erzählt uns jetzt von Bills Computer oder wie der Dude hier heißen wird.
So, gib uns das Geschenk. Fame Checker. Er sagt Smell, ja, richtig später. So, Nugget Bridge. Wir müssen hier schnell durch. Ja, das sollten wir aber schaffen. Also 10 Minuten haben wir. Heißt, wenn es Freezer da oben links im Gebüsch wirklich gibt, dann kann ich ihn fangen. Beziehungsweise, nee, Freezer fängt man nicht. Freezer begeistert man für sein Team. Und so ist es richtig. Begeistern wir ihn für unser Team. Und dann kann ich schon mal anfangen, ihn hoch zu pushen. Oh, da hatte ich jetzt eben einen kleinen technischen Fehler. Und ja, dann wird Freezer ein bisschen hochgepusht. Direkt auf ja, ein Level, bevor er sich entwickelt, beziehungsweise ein paar EP darunter. So, dass wir dann die nächste Folge damit starten können, dass sich Freezer entwickelt. Und ich hoffe, die gehen hier echt den Weg. Freezer, zweite Form, dritte Form, finale Form und wenn es dann auch noch den goldenen Freezer gibt, boah, dann raste ich aus. Das Problem ist, wenn er sich dann wirklich weiterentwickelt, muss ich jetzt ausrasten, weil ne, ein Mann ein Wort, was man versprochen hat, sollte man dann auch halten. Super Saiyajin 4 Vegeta, das wäre doch auch geil. Ach, wie ihr mich sehen könntet, wenn ich, wie ich hier sitze, grinsend wie ein kleines Kind. Die Gegner passen wirklich zu den Gebieten. Also das sind jetzt hier Namek-Gegner, die in dieses Namek-Gebiet passen. Davor hatten wir Krillin, Nappa, ja nicht Vegeta, Raditz, wen hatten wir dann noch? Yamchu, also wirklich so die Erdlinge bis zur Saiyajin-Saga. Jetzt haben wir die Namek-Saga. Mir fällt gerade ein, ich müsste noch mal so schauen, welche Saga nach und nach kommt. Ich will mich nämlich nicht blamieren, deswegen sage ich mal lieber nichts. KI-Bombe. Oder Bomber. 80 und 100. Nee. Der Gallic-Strahl ist jetzt erstmal besser. Notfalls können wir die Attacken ja wahrscheinlich auch, wie es bei den Pokémon-Games war, einfach beim Attackenlehrer nochmal lernen. So, Raditz. Du bist doch auch kein Gegner, komm, hau ab. Du stehst zwischen mir und meinem Ziel, Freezer ins Team zu holen. Ja, können wir jetzt hier nicht Rücksicht auf dich nehmen. Ich habe schon wieder Gedanken im Kopf. Cooler ist auf jeden Fall in diesem Game. Freezer ist auf jeden Fall in diesem Game. Man kann die Familie natürlich auch vervollständigen. Mit dem Vater, King Cold. Dann nimmt man noch einen Future Trunks mit rein.
ein Goku, ein Vegeta und dann hat man zwei rivalisierende Teams in seinem eigenen Verein. Also hier kann man echt... Vieles ist natürlich nicht bestätigt. Spekulation, Wunschvorstellung. Aber hier kann man, glaube ich, auch richtig geile Teams formen. Mein persönlicher Favorit wäre ja Bulma, Muten Roshi, Oolong. Weiß ich nicht mehr, wie diese Blonde oder hier die Haushälterin hieß, die dann immer niest und sich dann in die ja, schizophrene Alte verwandelt, die dann immer so ein bisschen durchdreht. So, die Brücke ist gleich durch. Zeit genug haben wir noch. Den schönsten Abschluss dieser Episode können wir eigentlich nur dann hinkriegen, wenn wir Frieza fangen. In dem Moment, wo der Scouter aufgeht und dort drin steht, dass wir Frieza gefangen haben. Bestes Ende ever. Und dann die Folge darauf, wie bei dem zweiten Let's Play. Ihr schaltet das Video ein, in dem Moment entwickelt sich Frieza. Geil. Und dann vielleicht sogar noch die Dragon Ball Musik einspielen. Schon wieder zu viele Ideen. Aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen ganzen Hirngespinsten haltet. Und natürlich auch, ob ihr dieses Game auch zockt, zocken wollt, zocken werdet, was auch immer, oder schon gezockt habt. So, ja, jetzt gib uns... Nein, ich will euch Pfeifen nicht beitreten. Eurem Peeler-Verein. Okay, jetzt muss ich endlich nur lachen, weil die Textur, die wir eben gesehen haben, sah null nach diesem Fuchs aus. Das war ein Mensch. Obwohl, in der Höhle haben wir ja schon gesehen, es gibt diese Fuchs... Figur. Die präsentieren uns anfangs einen Menschen und dann ist es der Fuchs. Herrlich. Okay, da bin ich jetzt aber auch zu viel Fanboy, weil bei jedem anderen Game hätte man gesagt, oh, was für eine Scheiße und kann doch nicht sein. Und hier ist es einfach mal geil. Sagen wir einfach, er hat versucht, uns in sein Team zu holen. Wir haben es nicht gemacht. Dann hat er sein Menschenkostüm ausgezogen und hat sich dann in diesen Fuchs verwandelt. Ganz einfach. Logische Erklärung. Ist jedem von uns schon mal passiert. Quatscht dich einer auf der Straße an. Ey, willst du was kaufen? Und dann zack, reißt er sich die Haut vom Körper und es ist ein Fuchs. X-Speed brauchen wir nicht. Was wir jetzt brauchen ist, ihr wisst es. Nee. Ich muss mal die Geschwindigkeit. Stufe 13 könnte eventuell, aber glaube ich nicht. Nee.
Komm, enttäusch mich nicht. Hier muss doch Freezer sein. Es ist nur der Nail. Ah. Wir sind doppelt so hoch wie er. Nee, reicht auch nicht. Aber wir kriegen hier schöne EP. Was heißt schöne EP? Wir one-hitten ihn und dann kassieren wir 150, 160 oder 180, was das da eben war. Je nach Level von ihm. Okay, nee. Also hier scheint es leider keinen Freezer zu geben. Verdammt. Ah, das passiert, wenn man zu viel rumspinnt. Okay, einmal versuchen wir es noch. Nein. Also, Freezer ist nicht hier. Aber dadurch, dass wir ihn ja in-game gesehen haben, gibt es ihn. Wir müssen nur herausfinden, wo das ist. Schnell wird nochmal eben dieser letzte Fight hier absolviert. Gegen einen Camper Shan. Oh Gott, der kommt mit dem Krillin an. Okay. Auch wenn die anderen Netkrieger jetzt nicht so der Burner sind, werde ich sie höchstwahrscheinlich offscreen noch mal ein bisschen hochleveln. Um erstmal Chars zu haben, die vom Level ein bisschen höher sind, damit sie uns auch ein bisschen was bringen. Gerade dann, wenn es darum geht, andere Kämpfer zu rekrutieren. Und ich kann sie ja auch schon mal auf das Level bringen, wo sie sich will schon wieder entwickeln sagen, aber nee, das werden uns geeinigt, das machen wir nicht. Wo sie sich verwandeln, genau, dass wir dann die weiteren Formen dieser Kämpfer sehen. Aber dann machen wir hier erstmal einen Break. Moment, Moment, Moment. Neuer Hoffnungsschimmer. Aber hier haben wir schon zwei gesehen. Verdammt. Das ist der dritte. Lässt hier doch mal einen Freezer spawnen. Wo ist denn da jetzt das Problem? Okay. Gut. Also den Freezer wird es hier leider nicht geben. Schade. Gut, dann lassen wir es. Folge vorbei. Ich hoffe, ihr habt wieder einen besseren Einblick in das Game finden können. Werdet dem Hype gerecht, den ich habe. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Teil. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut.